Ein gutes Computerspiel muss natürlich in erster Linie Spaß machen. Das ist natürlich immer die erste Antwort. Aber es geht natürlich hier auch um Kreativität, dass nicht jedes Spiel gleich ist, dass es kein Einheitsbrei ist. Und daher denke ich, dass ein gutes Computerspiel klassische Elemente des Computerspiels aufweist, was quasi, womit man ein Jump'n'Run verbindet oder ein Adventure, aber gleichzeitig innovative Aspekte reinbringt, wie ein neues Indie-Spiel, was eine Retro-Grafik hat oder wo man eine gewisse Situation mit beeinflussen kann, daraufhin ändert sich das Spiel, oder wo der Sound oder das Bild besonders innovativ, kreativ ist, das Gameplay. Genau, also dass irgendeinen kreativen Aspekt mit reinbringt, das sich so ein bisschen abhebt von den anderen Spielen. Ich persönlich finde, momentan ist eher sehr schwierig, weil bei ganz vielen Spielen Remakes rauskommen, Fortsetzungen rauskommen oder dass Spiele geremastert werden, sprich Spiele, die es schon auf anderen Konsolen gab, für eine neue Konsole. Und gerade da leidet teilweise die Kreativität ein bisschen, da es ja im Grunde dasselbe Spiel ist. Und da zeichnen sich aber immer wieder ein paar Spiele, auch Indie-Games, raus, die irgendwas Neues beifügen und dadurch ja, innovativ sind.